Ja, hallo zusammen und seid mir ganz herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Phantasia. Zwischen dieser Folge und der letzten liegt wieder eine etwas längere Pause. Warte mal, ich muss mal kurz meine Boxen ausmachen. Keine Ahnung, warum die noch an sind. Ja, und ich habe heute echt eine Weile mit mir gehadert. Wegen der Frage, ob ich aufnehmen soll oder nicht, weil... Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe noch ein bisschen Halsweh-Überreste. Ich habe jetzt leider wieder länger pausieren müssen, als ich das eigentlich wollte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ständig nur am Rumhusten war, den ganzen Tag. So, und jetzt hatte ich mal 10 Minuten am Stück, wo ich nicht gehustet habe und dachte mir so, ja, könntest du ja mal wieder probieren hier. Vielleicht klappt's ja. Ich habe jetzt auch ein bisschen die Soundeinstellungen geändert. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Weil immer dann, wenn Halsweh ins Spiel kommt, dann spreche ich in der Regel nicht so laut. Aber momentan geht's. Momentan geht's. Und nehmt euch bitte kein Beispiel an der Art und Weise, wie ich mit sowas umgehe. Weil eigentlich sollte man im Bett liegen und sich auskurieren und Tee trinken. Und was mache ich? Aber das mache ich schon seit ich mit YouTube angefangen habe und auch schon... Lange davor, neben mir steht mein Latte Macchiato, gerade sogar top temperiert. Und ich kann sowieso nicht, egal was ich habe, ich kann nicht untätig im Bett liegen. Ich muss sowieso immer irgendwas machen. Ob es allerdings sinnvoll ist, dann ein Spiel anzuschmeißen und die ganze Zeit nonstop zu reden, das ist ja ein anderes Thema. Aber ich sehe das gerade als kleines Experiment. Wir gucken einfach mal... wie ich mich danach fühle und wer weiß. Ich meine, ist ja nicht das erste Mal. Es gab ja schon mal so Momente, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere es mal. Und dann hat sich dann herausgestellt, okay, 3, 4 Parts am Stück ist gar nicht so problematisch, wie ich angenommen hatte. Und ja, vielleicht ist das heute ja auch so. Okay, warum kann ich jetzt einige Teile entzünden und andere wiederum nicht? Lass mich raten, das ist alles eine Frage der Reihenfolge. Kann das sein? Ich bin jetzt auch übrigens total unvorbereitet, ne? Also, ich dachte, glaubt, ich hätte mir jetzt hier irgendwie einen Masterplan zurechtgelegt. Kann ich ja auch gar nicht. Weil ich ja an einer relativ eindeutigen Stelle abgespeichert hatte, ne? Und wir nur einen Weg vor der Nase hatten. Eigentlich ganz gut gewesen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und, ja, ich hoffe, dass der Schwierigkeitsgrad mir heute nicht wieder so einen Neckbreaker verpassen wird. Hatte ich denn explizit Giftheilung? Ich glaube nicht, oder? Oh, der sah aber gar nicht gut aus im Gesicht. Der sah ja noch kränker aus als ich. Wobei, wenn du mich jetzt auf der Straße sehen würdest, du würdest mir meine Erkältung, glaube ich, nicht ansehen. Es sei denn, die Nase ist so verstopft, dass ich durch den Mund atme. Das sieht dann immer so ein bisschen komisch aus. Aber dafür habe ich immer meinen Notfall-Nasenspray in der Tasche. So. Warum kriege ich jetzt gar nichts mehr an? Ich habe jetzt, glaube ich, alle. Ach so. Oh, Leute, ich glaube, ich bin mega dumm. Also, noch krasser als sonst so. Obwohl, nee, eigentlich genau in dem gleichen Ausmaß. Ich stand immer nur falsch. Heute ist wieder so ein guter Tag, da kann ich wieder alles auf meine Erkältung schieben. Alles. Ich stand wirklich einfach nur doof. Kann man das schon Rätsel nennen oder ist das Fake? Keine Ahnung. Zendarm. Zendarm, meine damalige Gegnergattungsrettung in Daos Schloss. Weil sie was gedroppt haben, diese orangen Bonbons, ne? Ich glaube, ich werde diese Assoziation mit den Viechern niemals nicht los. Oh, Prost, Leute. Ich muss sogar sagen, weil ich darf heute auch nicht arbeiten. Oh, Entschuldigung. Wir haben gerade mal die Gläser geklürt. Bei mir sieht es schon wieder aus wie... Ja, keine Ahnung, wie bei wem. Ich kenne niemanden, bei dem es so aussieht wie hier. Oh, ich bekleckere mich schon wieder selbst schon wieder total mit Ruhm. Nee, aber ich durfte heute nicht arbeiten. Hat mir der Arzt einfach verboten wegen Ansteckungsgefahr. Ich meine, da kann ich mich ja dann nicht wehren, ne? Ich kann meine eigenen Befindlichkeiten ja so weit zurückstecken, wie ich nur will. Und das mache ich auch. Also ich achte auf mich selbst und auf meine Gesundheit nicht so sehr, wie ich das
also in Bezug auf die Gesundheit von anderen tue und auf das Wohlbefinden von anderen, so eine riesengroße Schwäche von mir. Aber in dem Moment, wo es heißt, Mensch, Frau, Punkt, 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 sie sind ansteckend, so nach dem Motto, dann gehe ich wirklich nicht auf die Straße, weil ich möchte nicht, dass andere wegen mir leiden müssen. Und deswegen sitze ich jetzt zu Hause und bin heute produktiver als an Tagen, wo ich gesund einfach mein Dasein friste. Achso, das Ding ist schon offen. Haben wir ein Geräusch gehört? Kann mich gerade nicht dran erinnern. Und ja, ich habe heute total faszinierend, das wollte ich eigentlich auch noch auf Twitter posten, das mache ich dann nach der Aufnahme. Ich habe heute Ni No Kuni auf Platin gebracht. Ja, freue ich mich total. Weil eigentlich ist ja meine Hauptkonsole die Xbox 360, wobei ich die schon ewig nicht mehr anhatte. Ich habe, seit ich jetzt meine PS3 und PS4 angeschlossen habe, ja, extrem Nachholbedarf, was die Sony-exklusiven Spiele angeht. Und ich habe Ni No Kuni 2015 schon mal gezockt und das einfach nur durchgespielt, ganz normal halt. Und dann hat mein Bruder vor kurzem angefangen, das auch zu spielen. Und dann habe ich das bei ihm gesehen und auch wieder Bock auf das Spiel bekommen. Und dann dachte ich mir so, naja, du hast schon so viele Spiele, die du angefangen und nicht beendet hast, ja. Sowohl auf YouTube als auch privat. Ich fange jetzt kein neues Spiel an. Dann habe ich mal so geguckt. Und dachte mir so, ja, das, was die für Platin haben möchten, das traue ich mir zu. Ja, und jetzt bin ich mit meinem kleinen Popel-Account, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht auf Trophäen spiele, jetzt nach Last Rebellion mit der zweiten Platin unterwegs. Hey! Eigentlich darf man diese beiden Spiele gar nicht in einem Atemzug benennen. Das ist eigentlich voll die Majestätsbeleidigung Ni No Kuni gegenüber. So. War das jetzt eine Fragezeichenwaffe, die wir schon 5-mal besitzen? Hätte die jetzt einen einzelnen Slot bekommen? Ich weiß gar nicht, wie viel von diesem Runenzeuggedönse ich jetzt dabei habe. Habe ich überhaupt noch irgendwas oder habe ich das alles verpreist? Was bist du denn hier? Gorgonen-Amulett? Haben wir noch nicht so lange, ne? Schutzträger vor Versteinerung. Ich habe irgendwie voll viele Waffen-Fragezeichen. Aber kann man nicht den Wert der chiffrierten Sachen, sage ich mal, ja, nenne ich es jetzt mal, kann man das nicht daran, dann kann man das nicht... Okay, erst überlegen, dann reden. Kann man das nicht daran bemessen, welchen Verkaufswert sie erzielen? Wenn du im Laden halt davor stehst und mal guckst. Habe ich jetzt gar nichts mehr von diesem Runenzeug oder gehe ich da die ganze Zeit dran vorbei? Doch, hier sind Runenflaschen. 7 Stück, diese teuren Teile. So, bei dem Teil bin ich jetzt ja allerdings neugierig. Sternenmantel. Ein Mantel, der im Dunkeln leuchtet. Ich glaube, das hatten wir irgendwann schon mal in einem Laden oder so. Gut, das wird jetzt nicht für ihn sein, ist mir klar. Ich würde trotzdem mal gucken. Was hat sich gerade spontan... Ja, genau, weil sie es halt trägt. Okay, aber da werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen... Oh, ein bisschen Geld für kriegen. Hab ich Schelm? Nee. Warum habe ich ihn das nicht mehrfach eingekauft? Oder habe ich das damals doch gefunden? Mein erster Gedanke war, du hast bestimmt vergessen, Klart wieder mit ins Team zu holen und das abzugleichen. Aber nö. Warte mal, ich muss jetzt mal... Einfach nur für mich zur Sicherheit und für den Seelenfrieden hier nochmal gucken. Nee. So. Gut. Hoffen wir, dass wir noch so ein Teil finden. Das habe ich gerade aus der Kiste bekommen mit dem Fragezeichen, oder? Oh, ich bin schon wieder total verwirrt. Aber egal. Solange wir vorankommen, ist mir das auch erstmal völlig wumpe. Ich wollte vorhin auch noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, und dann habe ich heute, voll viel im Haushalt gemacht. Wie gesagt, das einzig Doofe ist immer, wenn du in dem Moment, wo du den Kopf senkst, dir einfach so der Schnupfen so raustropft. So. Ich weiß, ich mache mir keine Freunde damit, wenn ich das so detailliert beschreibe. Aber es gibt ja Schnupfen und es gibt Schnupfen. Es gibt Schnupfen, da hast du nur so Riesenpopel in Schleimform und Konsistenz. Und es gibt Schnupfen... Da weißt du nicht, ob da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Wasserrohrbruch
im Hinterstübchen deines Kopfes passiert ist, weil das einfach so flüssig raustropft. Und genau diese Form von Schnupfen, die habe ich jetzt momentan. Und das war das Einzige, was mich ein bisschen ausgebremst hat. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann stecke ich mir manchmal Tampons in die Nasenlöcher. Ja, jetzt ist es raus. Ja. Es ist irgendwie eine ganz komische Folge, weil ich über komische Dinge spreche, aber das hilft manchmal. Habe ich heute aber nicht gemacht, weil es nicht so schlimm ist. Ich bin auch nicht dem Tode nahe. Also es ist keine Männergrippe. Liebe Menschen da draußen, ich leide nicht an einer Männergrippe. Ich litt, glaube ich, noch nie an einer Männergrippe. Oder? Nee. Also das, was mich wirklich richtig umgehauen hat, krankheitsmäßig, das war nie im Erkältungsbereich. Das war, also das Allerschlimmste war, als mein Blinddarm entfernt werden musste, also als der entzündet war. Genauso eine entzündete Bauchspeicheldrüse. Leute, ich wünsche niemandem da draußen, dass er jemals diese Schmerzen durchlaufen muss, ehrlich. So, was haben wir hier? Items. Ja, guck mal, da wird er schon ganz krank bei meinen Gesprächsthemen. Ich glaube, das habe ich hier gerade mit zu verschulden. Ja, da fühle ich mich ja fast gesund, wenn ich den immer so sehe, wie der da so rumkrebelt. Oh, Tag. Diese Statue scheint am Boden festgefroren zu sein. Warte, wie ging das? Ich will dich anschießen. So. Irgendwie sieht das komisch aus. Ah, hä? Hat die sich gerade bewegt? Ja, der, also bewegt im Sinne von rumgemenschelt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Dass sie sich bewegt, weil ich sie schiebe, ist mir klar. Aber das sah gerade noch so anders aus. Warum habe ich eigentlich meine heilige Flasche nicht mehr drin? Warte mal, so viele Fragezeichen hier. Also ich muss mich wirklich auf die konzentrieren, die dann immer nur ein- oder zweimal von mir aus hier vorzufinden sind. Ich wette, da schlummert noch voll das Potenzial. In meinem Inventar. So, jetzt weiß ich ja gar nicht. Irgendwie habe ich viel zu viele Wege. Nee. Der Abstand, wie weit man von dieser... von diesem Kerzenständer entfernt ist, spielt auch noch eine Rolle, wie ich gerade festgestellt habe. Ach, hier ist gar kein Weg. Dieses Loch ist zu schmal, um hindurch zu klettern, aber ein leichter Windstoß pfeift durch das Loch. Das erinnert mich gerade total an Illusion of Time. An die Inka-Ruinen, da war das, glaube ich. So. Was machen wir jetzt mit dir? Hast du irgendwas mit diesem Wind hier zu tun? Wenn ich dich da mal so hinschiebe. Okay, dein Haar flattert auf jeden Fall nicht. Das bringt uns nichts. So, dann vielleicht ins Loch. Vielleicht kann ich auch diesen ollen Kerzenständer verschieben oder so. Ich sollte vielleicht auch mal wieder gucken, dass ich meine Skills weiter verbessere. Seit ich meine längere Tales of Phantasia-Pause hatte, bin ich irgendwie sehr bequem geworden, was meine Kämpferei angeht. Ich glaube, ich werde ab dem nächsten Kampf... Hallo? Hörst du mal auf, dich von oben auf mich zu stürzen? Wie finde ich das denn, Konoichi? Spreche ich wahrscheinlich voll falsch aus, oder? Aber ich finde den Namen voll süß. Ich kann Gegner manchmal, nicht immer, aber manchmal kann ich sie nicht hassen, wenn sie niedliche Namen haben. Auch wenn das gerade, aua, ziemlich schmerzhaft war, was er da fabriziert hat. Was auch immer das gerade für ein Massaker war. Aber die Makrelen, die der uns gedroppt hat. Oh Mann, will ich mal vergiftet werden. So, warte mal. Einmal wieder Heilflaschen-Action und dann... Tjo, was machen wir mit dir? Ich habe jetzt voll viele Makrelen, glaube ich, bekommen. Hatte ich vorher schon welche? Vier? Die kamen doch jetzt aber alle aus diesem Kampf, oder? Warte mal, ich bin am Überlegen, ob ich nicht irgendwelche Fressalien mir zu Gemüte führen möchte. Aber so viel habe ich ja eigentlich gar nicht. Doch, Meeresfrüchte. Nehmen wir jetzt mal ein paar hier mit rein. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das gerafft habe. 765 hat Mint jetzt. Okay, davon heilt sie sich langsam. Für meinen Geschmack gerade fast ein bisschen zu langsam. Wo sind meine Bonnebonnes? Hier, mein Bonnebonne. Wer will noch? Wer will noch? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Okay, alle anderen werden es irgendwie überleben. So. Frau Statue, was machen wir mit dir? Hm.
I don't know. Was habe ich denn hier für Möglichkeiten? Ich habe hier diesen Wind. Was ist das hier? Kann ich da vielleicht irgendwas reinschießen oder so? Warte mal, so sowieso nicht. Was für einen Effekt hat jetzt dieses Feuer hier? Weil das habe ich entzündet und es ist... Da unten ist eine Tür. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Okay. Was genau hat das jetzt ausgelöst? Ist da irgendwo ein Schalter oder was? Der Gegner... Ach nee, der ist gar nicht neu. Ich wollte gerade voll wieder zum großen Schweigen ansetzen. Was ich festgestellt habe, nee, das sind nicht diese Kuonishis oder so, sondern Ekim. Der ist cool. Der erinnert mich an Genosse Volt, den ich auch schon cool fand. Schon wieder eine Fragezeichenwaffe. Haben wir von dem schon mal eine Waffe bekommen? Wo sehe ich denn das? Sind die grün eingefärbten immer die, die neu drin sind? Oder was? War das nicht irgendwie so? Keine Ahnung. Ich bin gerade sehr erstaunt wegen diesem Windgedönse hier. Aber irgendwas sagt mir, dass ich das nochmal auslösen muss, wenn die Statue da im Weg ist. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und dann wird schon irgendwas passieren. So, erstmal nehmen wir die heilige Flasche wieder. Dann positionieren wir sie hier richtig. So vielleicht. Oder wir hindern... Nein, die wird dann wahrscheinlich nicht weggeschleudert, sondern wir können dann problemlos von A nach B und hier dran vorbei. Ich weiß ja noch nicht genau, inwiefern uns das hilft, aber... Ach so, ich komme jetzt hier einfach durch die Tür. Was sind denn diese komischen Teile da links? Die sind einfach nur zur Verwirrung da, oder was? Keine Ahnung, ich habe keine Truhe gesehen, deswegen gehe ich jetzt einfach mal und gucke, was passiert. Das war nur ein kleiner Ekim. Ich glaube, das könnte einer meiner Lieblingsgegner hier werden in dem Spiel. Oh nein. Ich finde die Höhle übrigens unfassbar cool. Die erinnert mich in Summe extrem an Secret of Mana. Und zwar in diesem Teilbereich vom Wasserpalast. Vielleicht erinnert ihr euch, wo man auf der rechten Seite diesen einen Echsenboss das erste Mal umgenietet hat. Den blauen. Später gibt es ja dann nur noch den grünen. Aber ich meine halt den ersten. Oh nein. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Okay. Also wenn das keine Endlosschleife hier bringt. Also, dass wenn du zum Beispiel komplett nach unten... Oh. Nach unten durchläufst und dann oben wieder rauskommst, dann finde ich so einen Aufbau gar nicht so schlimm. Behaupte ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil dann können wir hier alles, hoffe ich mal, gründlich auch absuchen. Wir gucken mal. Hey, warum? Hä? Kann ich ihm gar keinen Schaden machen? Was ist denn da kaputt? Warum sind deine Augenhöhlen so leer? Wie siehst du denn überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Der gibt über 1000 Erfahrungspunkte. Ernsthaft? Okay. Kann man mal machen. So. Jetzt muss ich erstmal rekonstruieren, wo ich eigentlich hergekommen bin. Hier war, glaube ich, die Kiste. Nee, hier bin ich hergekommen. Alles klar. Da... Warte mal. So viel Zeit muss sein. 10 Stück haben wir noch. Ich hoffe, das wird für diesen Dungeon ausreichen, aber die Hoffnung habe ich ja eh immer. Beeinflussen kann ich das letzten Endes ja auch nicht. Da hilft nichts weiter, außer Däumchen drücken. Und vielleicht wird auch das nicht helfen. Mal gucken. Oh! Oh, das müssen wir mal direkt hier entschlüsseln. Denn da könnte sich eine neue Waffe verbergen, wenn ich denn jemals in dieser Folge meine Runenflaschen noch finde, die genau auf der linken Seite waren. So hatte ich das auch noch in Erinnerung. Und das Buch haben wir hier. Ex Mortis. So. Sagt mir nichts. Ich glaube, das kennen wir noch nicht, oder? Nee.
Oh wow, gucken Sie mal an. Ein Buch mit schwarzen Seiten von voll düsterer Verse. Mhm. Nicht, dass der olle Klärtchen noch zum Satanisten wird. Voll die Schriftstücke von LaVey, ich sag's euch. Pass auf, und bald kann er die satanischen Regeln alle auswendig. Silberpanzer gefunden. Ein Panzer aus purem Silber. Also dafür, dass ich halt schon das ein oder andere wahrscheinlich optionale Dorf abgeklappert habe, überrascht mich gerade ein bisschen, dass ich hier noch besseres Equipment finden kann. Ich freue mich natürlich, kein Thema. Keine Frage, meine ich. Aber es überrascht mich. So, keine Ahnung, ob ich Mithril-Panzer auch irgendwann kürzlich erst eingekauft habe. Oder nicht. Kennen wir die? Ich glaube, die kennen wir. Ja, weiß gar nicht, was ich mal zu den Kämpfen sagen soll. Die haben wir jetzt schon oft genug, denke ich mal, zusammen gesehen. So, jetzt haben wir hier oben nämlich unser Ende erreicht. Das heißt, wir werden die ganze Chose jetzt auch nochmal für diese Ebene durchspielen. Ist jetzt wahrscheinlich zum Zugucken nicht so mega spannend, aber ich glaube nicht. Ich weiß, dass ich das dann hier definitiv vollumfänglich auch abwickeln kann. So, diesen Wassermantel, den hatte ich wahrscheinlich in weiser Voraussicht dem guten Kless schon mitgegeben. Die Frage ist, sollte den anderen Wassermantel noch jemand bekommen? Hier könnte man drüber nachdenken. Ist vielleicht ein bisschen umständlich, das immer hin und her zu dingsen, aber ich gebe ihm das mal. Wenn ich das nächste Mal das Bedürfnis verspüre, irgendwo ballern zu müssen, dann komme ich wieder auf den Magierring zurück. Alter Vater. Der hat mich, glaube ich, gerade mit 3 Schlägen oder so einfach mega geplättet. Zack, zack, zack und tot war ich. Ich weiß allerdings nicht mehr, oha, ob ich vorher ein volles Level hatte, so. Jetzt haben sich wahrscheinlich die Erfahrungspunkte von Kless auch auf die anderen verteilt, oder? War das nicht so? Wo fange ich denn jetzt an? Mint hat Reinkarnation gelernt. Er weckt einen toten Kameraden zum Leben. Ja, wenn das mal nicht bezeichnend ist für unsere Situation gerade, dann weiß ich auch nicht. Können wir auch gleich von profitieren. Und hier erstmal Nase kratzen. Hier gucke ich mal wieder nach Bonbons. Und dann werden wir ihn erstmal bis aufs Nötigste aufpäppeln. Genau. Schamflasche gefunden. Was ist das denn nochmal? Ich glaube, das konnte man auch irgendwo kaufen. Aber zuordnen kann ich das gerade nicht. Die ist auf jeden Fall nicht ganz unten eingeordnet. Nee. Da habe ich dich gefunden. Mach dich attraktiver. Damit bekommst du 30% Rabatt in Läden. Ja, ist jetzt nicht das Item, auf das ich am dringendsten gewartet hätte. Aber okay. Haben oder nicht haben. So, dann gehen wir jetzt die nächste Ebene durch und werden das wie so einen Flickenteppich nach und nach auskundschaften. So mein finsterer Plan. Boah, ey, guckt euch das mal an. Das sind jetzt Kuhn. Ich komme mit dem Namen, ich vergesse den immer, auch wenn ich den gerade schon wieder vor der Nase hatte. Andere Gegner und trotzdem so schwierig. Aber das, die haben irgendwie diese Angewohnheit, in meinen Menschenpulk quasi reinzugehen und da wahrscheinlich mit jedem Schlag immer mehrere gleich zu erwischen. Und das ist dann immer so ein bisschen unübersichtlich, vorsichtig ausgedrückt. So, und dann werde ich mir demnächst irgendeine andere Heiloption überlegen, denn so viele von diesen Bonbons habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe zwar die noch wertvolleren, oh, Mixbonbons, aber das will ich jetzt ja auch nicht ausreizen. Ich wollte gerade sagen, ich wäre übrigens nicht traurig, wenn wir hier auch irgendwann mal in der Horizontalen das Ende erreichen würden. Und just in diesem Moment, ihr habt's gesehen. So, was war das jetzt gerade? Schildring oder so? War das Schildring? Wenn ja, dann kann Kless das nicht tragen, oder? Ich hab's gerade übersehen. Du vielleicht?
bin mir aber fast sicher, dass das Schildring war. Auf jeden Fall irgendwas mit Schild. Oder bin ich jetzt total blind gewesen? Hand? Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was zur Hölle habe ich da gerade gefunden? Muss ich jetzt leider hier nochmal gucken, es tut mir leid. Hier haben wir das. Schildring. Dieser magische Ring erzeugt ein unsichtbares Schild. Ja, toll. Und wie kann ich das jetzt ausrüsten? Ist das nur für bestimmte Charaktere oder... Oder was soll mir das sagen? Hier, dann könnt ihr das aber ruhig auch mal in die Beschreibung mit reinschreiben. Sonst ruhe ich mich hier dumm und dämlich. Ach so, Was? Okay, Moment. Das, ist ja mal spannend. Nee, nicht hier. Ach, sie hat das auch schon. Unsere liebe Mint hat das auch schon. Ja, okay, mein Fehler war, dass ich direkt zuerst bei Class geguckt habe. Jo, das heißt, dann wird Arche davon profitieren. Ja, weil klar, das ist ja so ein bisschen der Austauschspieler. Ich will ihn jetzt nicht degradieren, aber jetzt habe ich es eh schon zunichte gemacht. Und ja, wo ist meine heilige Flasche eigentlich abgeblieben? Ist auch total faszinierend, wie manchmal einfach kein Gegner kommt, ne? Obwohl die Flasche gerade nicht aktiv ist. Wo ist sie denn? Ach, Kinders, ey. Ist das ab dem nächsten Teil? Ist das da schöner? Also mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich den nächsten Teil... Nein, jetzt habe ich aus Versehen 2 getrunken. Toll. Dass ich den Nachfolger, den unmittelbaren Nachfolger wahrscheinlich sowieso erstmal nicht let's playen kann. Weil irgendwas mit den Plattformen komisch war. Da habe ich mich schon relativ früh zu belesen. Warte mal, Silbercape. Lässt mir jetzt auch schon wieder keine Ruhe. Das war doch irgendein Accessoire, was wir allerdings schon besitzen, oder? Ab welchem Teil werden die Menüs schön und übersichtlich? Weiß das jemand auswendig? So, warte mal. Silbercape. Nein, ich glaube, ich muss mal zu den Mädels. Wo ist denn diese olle Silbercape? Jetzt spann mich doch nicht auf die Folter. Hier. Hat Silbercape Y? Was sind denn das da für komische Zeichen am Ende? Feuer zu 30% abprallen, okay. Also sollten wir nochmal ein Feuer-Dungeon zu Gesicht bekommen? Dann weiß ich, wo es spannend wird. Warte mal, war ich jetzt hier schon? Nee. Zauberbuch. Aha. Gezeitenwoge. So, so. Ist das jetzt ein Zauber, der uns mit diesem Dungeon schon irgendwie hilft? Ich würde eher zum Nein tendieren, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Ich glaube, ich werde das erstmal deaktivieren. Plan war ja erstmal, die ganzen Feuersachen aktiv zu halten. Immer wenn Arche Firestorm ausspricht, finde ich das so unfassbar süß. Und bei Klart ist mir gerade aufgefallen, da höre ich bei Ifrit immer nur das Fried raus. Fried? Es wird ja irgendwie von Fritten sprechen oder so. Muss ich beim nächsten Mal ein bisschen genauer drauf achten. So, das heißt, wir können jetzt zu der besagten Treppe. Sicher? Ach ja, Die Kämpfe reißen mich leider immer hier und da wieder ein bisschen raus. So, jetzt habe ich mich hier nochmal vergewissert und alles ist schön. Und ich kann ruhigen Gewissens in Richtung Todestreppe laufen. Oh Mann. Oh Mann. Ich ärgere mich gerade. Okay. So heftig drüber, dass ich vorhin aus Versehen 2 von diesen heiligen Flaschen hintereinander vertilgt habe. Mixbonbons und Apfelbonbons bekommt man von diesen Viechern, die mich an die Daos-Viecher da erinnern. So, Angstschild. Das können jetzt wieder die Jungs tragen, wie es aussieht. Das Schild eines... Ich dachte gerade, ich habe schon wieder was falsch gelesen. Das Schild eines Paladins. Wir wissen trotzdem, was du uns mitteilen möchtest. Spiel, alles gut. So, ich werde jetzt nur auf Nummer sicher gehen. So viel zum Thema, alle Jungs können da tragen. Das scheint dann wohl ein Class Exclusive zu sein. Soll er bekommen? Keine Frage. So, war das jetzt hier nur für...
der Counter geht immer weiter nach unten. Langsam wird es etwas bedrohlich. So, kann es sein, dass diese Tür vielleicht die richtige ist? Oder sieht das hier genauso richtig aus? Könnte theoretisch alles richtig sein. Wollen wir uns mal ganz blind darauf verlassen? Nee, das hier wird richtig sein. Dass wir sowieso mit dem richtigen Weg erstmal einen Speicherpunkt zu sehen bekommen, wollte ich eigentlich sagen. Sind die beiden Bereiche hier miteinander verknüpft? So sieht's aus. Okay. Dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Und was war dann diese ewig lange Treppe da? Hier geht's ja auch noch weiter nach rechts. Okay, lass mich raten. Der Schalter, der wird bestimmt das Wasser hier herabsenken. Deswegen probieren wir das doch einfach mal aus. Wenn ich denn da jetzt rankomme, müsste aber machbar sein. Ja. Nein! Holy moly, holy water. Don't leave me. I need you. So, am Hebel ziehen, jawohl. Oh Gott, sag mal bitte, dass das hier optional ist. Will ich die ganze Zeit wieder zurückrennen? Die Zufallskämpfer machen das so unbequem. Die Höhle könnte so schön und entspannt sein, wenn man nicht ja Angst und Bange haben müsste, zu derbe eins aufs Maul zu bekommen. Vielleicht mache ich hier irgendwann auch irgendwie einen Shortcut auf oder so. Das sieht auch so richtig aus. Ja, diese Kunoishis, die hüpfen immer über einen rüber, wenn du die attackieren willst. Und landen deshalb immer in meinem Gruppenpool, nenne ich es mal. Was ist denn hier los? Ey, sag mal, wie viele Wege habe ich denn jetzt hier? Blickt hier noch irgendjemand durch? Also ich glaube... Boah, ich komme jetzt hier gerade echt an meine Grenzen des für mich Merkbaren, sage ich mal. Oder war ich hier schon mal? War da links nicht vielleicht? Ich muss gleich mal was gucken. Chris hat ein Level abbekommen. Ja, trotzdem sind schon wieder zwei vergiftet und immer gegen Ende des Kampfes. Kann es sein, dass das irgendwie mit deren Finisher zusammenhängt oder so? So, wo ist das hier? Heilflasche. Na, so langsam muss ich auch hier um meine Heilmittelchen bangen. Ich glaube, Heilflaschen bekomme ich von keinem Gegner gedroppt. So, das sieht nach Sackgasse aus. Oh, meine arme Flosche. Wo bist du? Come to me. Please and stay here. Don't go away. So, diese Tür nämlich... Ja! Jetzt sehe ich das nämlich erst. Da links schließt sich nämlich der Kreis. Da wäre ich also, so wie es aussieht, sowieso nicht weitergekommen, weil wegen Wasser und so. Das heißt, das wird dann mein Shortcut sein. So, da oben war jetzt eine Sackgasse. Hier unten? Von hier unten kam ich her. Hab hier allerdings noch nicht dran gezogen. Jetzt geht diese Tür zu. Ich glaube, das ist verschmerzbar. So, ist diese Tür jetzt offen? Ja, das ist sie. Bist du optional? Ich gehe da mal rauf. Hat uns ja im letzten Dungeon auch irgendwie schon weitergeholfen. Ist hier sonst noch irgendwas in dem Raum? Sieht nicht so aus. Oh, wie schön! Das heißt, wir können da jetzt rüberlaufen, oder was? Ja. Okay, das ist gut. Was mir dieses Teil da bringen soll, was ich gerade aktiviert habe, weiß ich immer noch nicht, aber wir haben ja noch ein paar Wege. Hier ist immer noch tote Hose. Dann gucken wir mal auf der Seite weiter, weil die habe ich ja bisher komplett ausgeklammert. So, durch die Tür komme ich glücklicherweise immer noch. Die Betonung liegt auf glücklicherweise. Oh, Handschüchen. Wie süß. Sind das Kinderhandschuhe oder was? Warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, gucke ich mal erstmal in diesem Menü. Schöne Handschüchen, um die Hände warm zu halten. Da fehlt ein Komma. So, ja, kann eigentlich jeder ganz gut gebrauchen, würde ich sagen, oder? Na, die Farbe ist schon wieder... Die spoilert schon wieder voll, wer das tragen kann. Mhm.
Ich glaube, das wird sie auch bekommen. Ich will nur der Vollständigkeit halber mal gucken, ob Arche... Ja, sie könnte die auch anlegen, aber egal. Mint ist unsere Schaltzentrale im Kampf. Wenn Mint ausfällt, dann sind wir alle verloren. So, und dann haben wir noch einen neuen Bogen bekommen. Hier bekommen wir auch einen eigenen Slot. Das finde ich gut. Guck mal, weil hier habe ich noch einen anderen Bogenslot. Das heißt, wir dürfen hoffen, dass da jetzt was Schönes bei rumkommt. Und dass wir damit... Wobei, das ist für Chester dann, ne? Sturmbogen. Keine Ahnung, ob wir den schon mal hatten, besessen haben, wie auch immer. Na, egal. Sollten wir irgendwann wieder auf Chester zurückkommen, können wir ihn vielleicht stärker machen. Ach so, hier komme ich jetzt... Nee, hier komme ich gar nicht wieder. Warte, ich muss nur kurz gucken. Alles klar. Ich dachte, hier kann ich jetzt die versperrte Tür umgehen, aber ich bin ja immer noch eine Ebene drüber. Magma-Klinge gemeistert. Guck mal hier. Magma-Blitz können benutzt werden, denn... Magma-Blitz können benutzt werden, denn du müssen verstehen. Und Staubwolke können auch benutzt werden, denn ganz, ganz wichtig, er spricht meine Sprache. Ich fühle mich wie zu Hause. Du verstehen? Nee, okay, so krass reden meine Eltern nicht, aber so ein bisschen erinnert mich das manchmal dran. So, gucken wir mal. Warum haben wir jetzt eigentlich zwei Sachen bekommen, also freigeschaltet, die wir jetzt nutzen können? Hat diese Magma-Klinge etwa zwei Sachen bedingt? Muss ja letzten Endes so sein. Nee, was war das jetzt? Was war das jetzt? Jetzt habe ich mich so verloren in meiner komischen, unspektakulären Betonung, dass ich das wieder voll vergessen habe. Staubfalke war auf jeden Fall eins davon. Ja, Seelenfeuer hat mich hier bisher in diesem Dungeon generell nicht so viel gebracht. Bei den anderen Sachen weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt hier so experimentierfreudig bin. Magma Blitz war, glaube ich, das andere. Ich werde das jetzt beides mal hier reinpacken und die Magma-Klinge auch noch drin lassen, weil die hier pro Gegner irgendwie 4000 Schaden oder so macht. Und ich glaube, dass das ganz gut ist so. Ja, falls ihr euch fragt, was ich hier tue, ich suche nach einem Item, wo ich immer noch keine Möglichkeit gefunden habe, die Suche danach zu beschleunigen. So. Jetzt ist die große Preisfrage. Wo geht es weiter? Über diese komischen Teile, die da im Nirvana rumschweben, kann ich erstmal nichts ausrichten. Gab es noch andere Ecken, die jetzt womöglich vereist sind oder wo es noch irgendwas Auffälliges gab? Tja, ich würde euch ja gern sagen, wie viel Schaden so ein Staubfalke austeilt, aber irgendwie springt er immer so weit nach vorne, dass er außerhalb des Bildrandes ist und ich dann gar nicht mehr peile oder irgendwas erkennen kann, so. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wegseitig was ausgelassen zu haben. Und ich hoffe, dass der richtige Weg jetzt nicht irgendwas mit versteckten Wänden oder so zu tun hat. Das wäre nämlich super unschön, wie ich finde. Oder muss ich noch weiter zurück? Ja, so langsam wird es auch hiermit knifflig. Theoretisch könnte ich drüber nachdenken, offscreen mal zurückzugehen und meine Dingsvorräte hier wieder zu befüllen. Hier stehe ich ja gleich vor einer verschlossenen Tür, wenn ich hier weiterlaufe. Ja, okay, ich hatte die jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weiter oben vermutet, aber... Hier kommen wir nicht weiter. Wo ging es denn jetzt noch weiter? Mint hat ein Level abbekommen und Klaat ebenso und Arche auch. Okay. Dass sie alle so nah beieinander sind, war mir nicht klar. Es muss doch hier irgendwas noch gegeben haben, wo ich nicht weiterkam. Irgendeine verschlossene Tür oder irgendwas, was ich nicht überwinden konnte. Hallo? Was? Ernsthaft? Ich meine, das ist jetzt nicht so der Jackpot-Inhalt gewesen, aber warum zur Hölle habe ich das beim ersten Mal übersehen?
gehe jetzt einfach mal ein bisschen zurück und guck, wann mich die Muse küsst. Vielleicht wird sie das auch nie tun. Und wir werden das Let's Play hier in diesem Dungeon beenden. Nee. Aber dass ich jetzt hier wieder komplett zurück muss, das kann ich mir gerade selbst fast nicht vorstellen. Ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. So ein ganz kleines bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht sollte ich mir nochmal einen Sackgassenraum angucken. Warte mal, machen wir erstmal das. Und zwar dort in der Nähe, wo wir das vereiste Wasser dann gesehen haben. Da laufe ich, glaube ich, auch gerade hin. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich hier nicht einen Cut machen soll, erstmal neue einkaufen soll und dann wieder zurückkommen soll. Aber ich glaube, wenn ich jetzt den richtigen Weg finde, dann bin ich auch bald in der Nähe des Bosses. Deswegen will ich das gerade irgendwie vermeiden. Hier war nämlich das Ding. Und hier, dieser Raum. Hier muss doch irgendwas sein. Warte mal. Klatsch. Nehmen wir immer den Wassermantel hier wieder weg. Und wie hieß das Ding? Magierring, ne? Nee, beziehungsweise Magierring N. Heute. Jeden Tag haben die Sachen hier andere Namen. Kann man mal machen. So, habe ich hier gar keine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Dann muss ich auch einen von den Schaltern, die ich schon umgelegt habe, wieder zurück umlegen quasi. Um diesen Raum hier zu fluten. Vielleicht kommt dann das Wasser nach oben. Das wäre doch mal eine Überlegung. Weil wir haben einen Schalter, der das Wasser vereist. Und ich habe einen Schalter, der das Wasser hebt und senkt. Okay, das ist ein Ansatz, dem ich nachgehen sollte. Allerdings nicht mehr in dieser Folge. Zumindest nicht vollumfänglich. Wenn ich mit diesem Ansatz jetzt natürlich völlig auf dem Holzweg bin, dann werde ich es in der nächsten Folge nicht so sonderlich weit bringen, wenn mir nicht ein neuer Geistesblitz kommt. Und aus dem Grund will ich das ganz gerne noch in dieser Folge rausfinden. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Ah, wie viel habe ich jetzt noch? Eine, ne? Ne, nicht Heilflasche. Habe mich gerade schon gefreut, weil ich dachte, was? Ich habe nur 6, aber sieht auf den ersten Blick gleich aus. Ist es aber leider nicht. So, 2 Stück haben wir noch. Jetzt nur noch eine. So, ich nehme jetzt fast schon eine Stunde auf, ey. Wieder voll Überlänge. Wobei, vielleicht hat das auch voll Unterlänge, weil ich so viele Kämpfe rausgeschnitten habe. Keine Ahnung. So. Kann mich nicht bewegen. Kann mich nicht bewegen. Okay, das hat gerade extrem lange gedauert, bis mein Pad irgendwie reagiert hat. Vielleicht, weil sie das schöne Eis animieren mussten? Und wieder mit dem letzten Schlag. 1 auf die 12 bekommen, ja. Mit der Vergiftung, meine ich. Das ist echt jedes Mal. Nein. Boah, ey, also dieses Hin- und Her-Navigieren hier im Menü, das geht mir so was von tierisch auf den Zeiger. Gerade hier in dieser Folge. Man muss schon da gerade auslaufen können, Nego. Ja, aber guck mal, das ist genauso, wie ich es prognostiziert habe. Ach so. Hier kam ich vorher ja auch gar nicht hin. Oh Gott, dann wird das der richtige Weg sein. Dann wird das der richtige Weg sein. Ich könnte jetzt natürlich speichern. Ich könnte es aber auch sein lassen, weil ich sowieso nochmal raus will, um heilige Flaschen zu kaufen. Aber dann machen wir hier einen Cut, Leute. Und hier wird mit Sicherheit der richtige Weg sein. Ich werde mir dann wahrscheinlich offscreen nochmal ganz kurz den anderen Raum angucken, zu dem ich eigentlich hin wollte. Einfach um zu schauen, ob wir dort auch Flutungsmöglichkeiten haben und da vielleicht noch was mitnehmen können. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis denn. Ciao!